Hey Friends, wisst ihr was? Manchmal habe ich so Ideen, da denke ich mir so, wie zur Hölle bist du jetzt auf diesen Scheiß gekommen? Und dann gibt es so Momente, da frage ich euch nach Fragen für das nächste Frag-Josef-Video. Und dann lese ich mir die so durch und denke mir so, wie zur Hölle sind ihr auf so einen Scheiß gekommen? Und daran, Leute, sieht man mal wieder, dass ihr meine Zuschauer seid. Also würde ich sagen, let's go mit dem nächsten Frag-Josef-Video. Woo! Ich habe da ein paar Gerüchte gehört, du und Wummel. Was läuft denn da? Ich bitte euch, es ist mein Hund. Ach Mausi, weißt du, es läuft in letzter Zeit so gut zwischen uns, dass ich mir... Hey, wo guckst du denn hin? Schau mich doch mal an. Dass ich mir gedacht habe, ich... Hey Mausi, wo guckst du denn hin? Hier läuft gar nichts. Und warum stehen eigentlich diese Nudeln hier auf dem Tisch? Kellner? Hallo? Ich habe die nicht bestellt. Und was macht eigentlich dieser random Hund hier an meinem Tisch? Also, der gehört nicht zu mir, ja. Und was mache ich hier eigentlich? Wenn ein Fan einen Kuss verlangt, würdest du ihn in diesem Fall küssen? Leute, ihr wisst gar nicht, wie dankbar ich euch bin für das alles, was ihr mir täglich gebt. Ich meine, guckt euch doch mal an, wo ich jetzt stehe. Beziehungsweise sitze. Wir haben schon so viel zusammen durchgemacht. Ihr seid mit mir durch Höhen und durch Tiefen gegangen. Wir haben schon so krasse Sachen erlebt. Ihr seid meine wahren Fans. Und deswegen ist es das Mindeste, wenn ich euch küsse, wenn ihr das verlangt. Ich habe gehört, du willst mich küssen. Okay, nein, ich nehme alles wieder zurück. Eine Umarmung muss reichen. Was wünschst du dir im Moment am meisten? Dass mich niemand von euch küssen will. Bitte nicht. Bitte leider. Wie fühlt man sich, wenn man endlich einen Haken hinter seinem YouTube-Namen hat? Als ich den blauen YouTube-Haken bekommen habe, habe ich mich genauso gefühlt, wie als ich die 100.000 Abonnenten erreicht hatte. Oh mein Gott, ich habe 100.000 Abonnenten erreicht. Oh mein Gott, was passiert mit mir? Das ist die YouTube-Macht, die hat meinen Körper in Besitz genommen, das heißt. Oh, ich bin der beste YouTuber, den es je gegeben hat. Oh mein Gott, ich habe gerade 100.000 Abonnenten erreicht. Oh, cool. Hey, es gibt Essen. Komm runter und zwar ein bisschen zackig. Ja, Mama, ich komme. Redest du eigentlich manchmal mit Bäumen? Och, wie kommt ihr eigentlich manchmal auf diese schwachsinnigen Ideen? Ich meine, wieso sollte ich bitte mit Bäumen reden? Und dann fragt ihr mich ernsthaft, ob ich mit Bäumen rede? Nee, oder? So eine Bitch! Ja, ich dachte mir auch nur so, jetzt reißt mir endgültig der Geduldsfaden. Ich verstehe einfach nicht, wie man sowas machen kann. Aber keine Angst, ich werde immer zu dir halten. Weißt du, ich bin wirklich schon ziemlich froh, dass ich dich meinen besten Freund nennen kann. Es wird alles wieder gut, ich verspreche es dir. Dein Hund kann auf einmal sprechen. Wie wäre deine Reaktion? Wenn ihr meinen Hund noch nicht kennt, er ist sehr klein und sehr niedlich. Und zwar ist er so klein und so niedlich, dass man ihm einfach nicht böse sein kann. Und Mummel weiß verdammt nochmal ganz genau, wie man das ausnutzt, denn dieser Hund ist der unloyalste und gemeinste und fieseste Hund, den man je auf der ganzen Welt gesehen hat. Ha, endlich mal wieder ein entspannter Tag auf meiner Couch, ohne irgendwelche dummen und nervigen Menschen. Ha. Hallo, Mummel. Geh mir einfach vom Leib, du Opfer. Aber Mummel, wie kannst du denn sowas sagen? Halt bitte einfach dein Maul, du nervst, und zwar schon seit geraumer Zeit. Aber was habe ich dir denn getan, Mummel? Hallo, allein wie du aussiehst, reicht schon, um dich abgrundtief zu hassen. Aber Mummel. Hey, war doch alles nur Spaß, ich mag dich doch. Oh, wirklich? Nein, und jetzt zieh Leine. Was machst du, wenn du einfach keinen Kopf mehr hast? Caro, ich muss dir mal was sagen, das ist eine verdammt gute und vor allem relevante Frage. Ich meine, da denke ich täglich drüber nach, weil das kann ja auch definitiv passieren, dass ich irgendwann mal keinen Kopf mehr habe, aber trotzdem weiterlebe, ne? Ist ja logisch. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte des kopflosen Josef. Eines Tages wachte Josef auf und musste feststellen, dass er keinen Kopf mehr hatte. Er suchte nach Hilfe und fiel hin. Niemand auf der ganzen Welt konnte ihn noch verstehen. Was willst du denn jetzt hier? Was? Du musst schon mal ein bisschen deutlicher reden, wenn ich dich verstehen soll. Josef war verzweifelt. Ganz ehrlich, nerv jemand anderen. Und das random Mädchen. Ziemlich angepisst. Um sie schließlich zu trösten, wollte Josef seine Lieblingsmahlzeit essen. Aber leider ging das nicht. Ende. Sag mal was auf Französisch. Ich kann so reden, dass es sich Französisch anhört, aber eigentlich nicht Französisch ist, sondern dass es einfach nur komisch ausgesprochen ist und irgendwelche komischen Wörter aneinandergereiht sind, die keinen Sinn ergeben. Das werde ich jetzt einfach mal in den Google-Übersetzer eingeben mit dieser Sprachfunktion und dann gucken wir mal, was ich auf Französisch gesagt habe. Avec de rancé, le batois de gonzo, le de mandarine et se mange el coton. Reimschein mit dem Patois von 11 Jahren täuscht über die Dorine und ich kacke essen. Ich hab gesagt, ich kacke essen. Okay, das hat's jetzt auch aufgenommen. Oh, schon wieder Kaka. Et pas puis de rendre le bé or chicons. Elle cote al marron de salamandron. Chilicons an orange de la branche. Elle cote le branche. Kätzchen von Runde Schaum Zucker Butter bis $40 im Jahr 2015 auf Nancy Zweig und dem Großen.
Schwamm. Ich glaub es nicht. Also ich sag mal so viel, ne? Ich hatte nie Französischunterricht in der Schule, ja? Und dafür kann ich verdammt gut Französisch, würde ich sagen. Hallo Nancy und Schwamm. Ich bin so geil. Das ist der Hammer. Wie würdest du reagieren, wenn Justin Bieber dich nachts in deinem Zimmer stoppt? Ganz ehrlich, das ist mega die coole Frage, aber wie kommt man auf sowas? Was ich meine? Du kannst nicht jede Nacht um mein Bett stehen und mich anstarren. Das ist voll creepy. Is it too late now to say sorry? Du weißt, ich kann dir nicht böse sein, aber es belastet mich einfach extrem. Ja klar, Justin. Bevor ich mich daran gewöhne, gehe ich mich lieber erschießen. Life is worth loving. Justin, was willst du eigentlich von mir? Oh, du willst was zu trinken? Justin, sag das doch gleich, du Spaß. Jetzt wird mir einiges klar. Jetzt weiß ich auch, was du die ganzen Tage lang gemacht hast. Hier, Justin, und jetzt lass mich bitte einfach in Ruhe schlafen, okay? Welcher Filter ist dein Lieblingsfilter auf Snapchat? Mein Lieblingsfilter gibt's gerade nicht bei Snapchat. Aber dafür gibt's jetzt den hier. Der betont meine Nasen... Löcher so gut. Hallo, was ist jetzt los? Hallo, ah, da ist er jetzt wieder. Was ist dein Lieblingsfilm? Spiel es uns vor und wir raten in den Kommentaren. Ganz ehrlich, Shania, wir sitzen jetzt schon seit 5 Sekunden hier und es ist immer noch kein Dino gekommen. Wo bleibt denn der? Aber mein Opa hat gesagt, dass es hier Dinos gibt. Ja, wieso ist denn hier aber kein Dino? Keine Ahnung. Oh mein Gott, hast du das gehört? Es hat geraschelt. Oh mein Gott, Shania, warum ist dein toter Flamingo vom Himmel gefallen und liegt jetzt im Gehege? Oh, Roy, ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott, hast du das gehört? Ah! Oh mein Gott, warum liegt hier ein Stück Flamingo? Ich weiß nicht. Ah! Okay, lasst uns das doch mal herausfinden, denn ich bin ja so gut in Sprachen, ihr wisst Bescheid, ne? Invayukka WC. Das könnte so ein Lied werden. Invayukka WC. So, jetzt wisst ihr alle, was ich bin auf dem Klo auf Ungarisch heißt, und zwar Invayukka WC. Habt ihr schon wieder vergessen? Invayukka WC. Schon wieder vergessen. Invayukka WC. Leute, schon wieder vergessen. Invayukka WC. Invayukka WC. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Vergesst mir nicht, auf Twitter zu folgen, denn da könnt ihr mir richtig crazy Fragen stellen und kommt dann vielleicht auch ins nächste Video. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.